Das ganze Internet redet gerade über die Canon EOS R5. Also zumindest das ganze Internet innerhalb der Foto- und Filmblase. Und ich hatte ursprünglich gar nicht vorgehabt, ein Video darüber zu machen, einfach weil ich nicht so viel Lust drauf hatte, einfach nur Gerüchte und Spezifikationen vorzulesen. Denn mehr ist momentan einfach auch noch nicht bekannt. In den letzten 2 Tagen seit der Ankündigung allerdings habe ich doch erstaunlich viel über diese Kamera nachgedacht und erfahrt darüber, was sie so im Kontext der ebenfalls neuen und schon auch sehr beeindruckenden 1DX Mark III bedeutet und was sie im Kontext des anderen Kameramarkts momentan bedeutet. Denn hey, ich meine, nach Jahren der sanften Evolution sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo spiegellose Fotoapparate plötzlich internes RAW-Video aufnehmen können oder eben 8K-Videoaufnahmen, wie im Fall der EOS R5. Also dachte ich mir, hey, alle machen momentan mit dem Thema gute Klicks, sollte ich auch tun. Nein, also vielleicht doch, aber nein. Heute geht es in diesem Video um die EOS R5, aber es geht auch um den Kameramarkt 2020 und darum, was meiner Ansicht nach gerade passiert. Zwei Tage ist es jetzt her, seit Canon die Entwicklung der EOS R5 offiziell angekündigt hat. Wirklich viel ist noch nicht bekannt, es gab eine Pressemitteilung, es gibt mittlerweile aber auch eine deutschsprachige Webseite, auf der einige technische Features bekannt gegeben werden. Für Fotografen interessant ist, die Kamera wird 20 Bilder mit elektronischem Shutter in Folge schießen können, pro Sekunde. Das ist ungefähr das Niveau der Sony A9, also wirkliches Hardcore-Sportfotografen-Niveau. Es wird einen internen Bildstabilisator geben, zum allerersten Mal überhaupt bei Canon. Es wird eine interne 8K-Videoaufnahme geben, was wohl der absolute Elefant im Raum ist. Es wird 2 Kartenslots geben, auch wenn noch nicht klar ist, welches Format es hat. Also das Ding ist mega, das Teil. Und gerade nach der EOS R, der ersten spiegellosen Vollformatkamera von Canon, die eine gute Kamera war und ist, aber jetzt auch nicht unbedingt revolutionär war, ist dieses Ding wirklich ein Brett. Und der Name lässt darauf schließen, dass die R5 die Einleitung der spiegellosen EOS 5D-Serie ist. Jetzt ist es so, für mich als Filmemacher ist natürlich die Videoqualität am interessantesten und das, was wirklich am meisten heraussticht, ist die Ankündigung der internen Aufnahme von 8K-Video. 8K, das heißt 4x4K-Video und es ist noch überhaupt nicht klar, in welchem Format das Ganze abgespeichert wird, welcher Codec, welche Farbtiefe und so weiter oder auch, ob es einen Crop haben wird, was ich persönlich glaube. Trotzdem ist es so, 8K ist in den letzten Wochen, könnte man sagen, zu einem absoluten Marketing-USP geworden. Ich meine, Ortel hat eine Drohne angekündigt, die 8K-Video aufnimmt. Samsung hat gerade sein Galaxy S20 angekündigt, was 8K-Video aufnimmt. Und jetzt eben Canon mit einer 8K-Vollformat-Kamera. Und das ist, ja, im Umfeld dieser 3 Geräte definitiv das krasseste Teil. Ein Grund, warum das momentan, glaube ich, so ist, ist Olympia. Dieses Jahr 2020 findet die Olympiade wieder statt und die wird zum ersten Mal in 8K aufgenommen und auch in einigen Teilen der Welt so ausgestrahlt. Und das mag für Creator wie uns nicht besonders interessant sein, aber das hat in der Vergangenheit auch schon die Technik gepusht und zwar richtig stark. Also sowohl mit 4K als auch mit HD waren Sportereignisse das, was die Technikentwicklung und den Verkauf nach vorne gebracht hat. Und sogar als 3D ein großes Thema war vor 10 Jahren, wurde die Weltmeisterschaft 2010 in Teilen in 3D ausgestrahlt. Hat, glaube ich, keine Sau geschaut. Also man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Sportereignisse für die Entwicklung und den Vertrieb von Technik sind. Vielleicht nicht unbedingt jetzt für uns Filmemacher oder Fotografen, aber eben für die breite Masse und vor allem eben auch immer als Marketing- und Verkaufsinstrument. Auf seiner Webseite haut Canon echt mit Superlativen regelrecht auf die Kacke. Und es fällt auf, Canon bewirbt die Kamera schon sehr stark für Producer und auch Filmemacher. Klar, 8K sind wirklich auch ein Hammer-Feature für die Kommunikation. Mir sind aber vor allem 2 Dinge aufgefallen, die, finde ich, recht deutlich machen, wohin die Reise gehen kann. Nämlich zum einen der 8K-Still-Export aus Video. Sprich, man kann aus dem 8K-Video ein Foto herausexportieren, was dann immer noch über 30 Megapixel haben wird. Und zum anderen die direkte Anbindung an Canons neuen Cloud-Fotoservice. Der wurde auch kürzlich angekündigt, gelauncht und die Kamera wird über WLAN direkt in der Lage sein, Fotos und Videos auf einen Canon-eigenen Cloud-Service hochzuladen. Und das macht, finde ich, so einen Verwendungszweck eigentlich sehr deutlich und auch einen Anspruch, der sowieso schon an Kameras besteht, den aber momentan noch Smartphones eigentlich besser bedienen können, nämlich diesen Anspruch, eine Allround-Content-Creator-Waffe zu sein. Und für Canon ist das eigentlich ein sehr logischer Schritt, denn gerade die haben ja ziemlich lange an den Spiegelreflexkameras festgehalten. Und ich glaube so ein bisschen, weil man gemerkt hat, dass ihnen so die Vision für den spiegellosen Markt gefehlt hat. Also ich hatte ja gesagt, die EOS R ist eine gute Kamera, eine sehr gute, aber die hat halt so der innovative Pfiff gefehlt. Und die R5 ist jetzt im Grunde genommen nicht genau das, indem sie etwas tut, was eigentlich Content Creator, die schnellen Content, die Content für Social Media produzieren müssen, brauchen oder was ihnen zumindest hilft. Nämlich, dass Video und Foto
einfach zusammenwachsen. In der Produktion ein Stück weit. Indem ich eben je nach Situation nur noch einen Datenstrom aufnehme oder produziere und da je nach Bedarf dann einfach meine Fotos raushole, meine Videos raushole und überall direkt hochladen und posten kann. Das hat mit klassischem Fotografieren nicht so viel zu tun. Das hat auch mit klassischem Filmemachen nicht so viel zu tun. Aber es ist ein Bedarf, der vorhanden ist. Und das merke ich auch bei mir, bei der Arbeit, im laufenden Band, eigentlich bei jedem Auftrag eigentlich. Dann kommen immer die Fragen, kann man hier aus dem Video noch irgendwie einen Still raus exportieren? Können wir hier irgendwie einen Screenshot haben, der genug Auflösung hat, um ihn auf dem Cover zu drucken? Oder können wir hier irgendwas Hochformatiges rauscroppen für Instagram? Also so diese Mehrfachverwendung von einmal aufgenommenem Material. Die Nachfrage dafür ist halt bei den Kunden einfach total da. Deswegen finde ich, ist es ein sinniger Schritt und sehr, sehr viele produzieren für Social Media, sehr, sehr viele produzieren schnellen Content, also diesen sogenannten Snack-Content. Und der wird momentan ja überwiegend mit Smartphones gemacht. Also wenn es schnell gehen muss, wenn du schnell Video und Foto auf einem Messestand brauchst oder irgendwas anderem, ja, dann greift man logischerweise zum Smartphone und lädt es direkt hoch und das ist auf diese Weise einfach. Und ich denke, Canon ist schon ganz clever, dass sie genau diese Producer, die schnellen Content brauchen, die vielfach verwendbaren Content brauchen, adressieren und ihnen gleichzeitig aber halt die Qualitäten, den Anspruch einer Vollformatkamera geben. Reden wir kurz über das Thema 8K an sich. Die Kamera wird 8K-Video intern aufnehmen können, das ist klar. Unklar ist noch, in welcher Framerate, in welchem Codec und so weiter. Außerdem kann intern nach 4K herunterskaliert werden. Das dürfte dann erwartungsgemäß ziemlich perfekt aussehen und wahrscheinlich für viele Filmemacher wie mich eigentlich auch die interessantere Option zur Verwendung sein. Meine Meinung zu 8K könnt ihr euch denken, braucht an sich momentan noch keine Sau. Es gibt ohnehin in diesem Teil der Welt noch keine Bildschirme, mit denen man das angucken kann. Aber das heißt nicht, dass ich der Ansicht wäre, dass es nicht sinnvoll ist, die Entwicklung in diesem Bereich weiterzubringen. Nur weil so ein Waldschrat wie ich und meine Kunden das halt heute noch nicht zu Geld machen können. Abgesehen davon wird es wahrscheinlich sowieso noch kleinere technische Unzulänglichkeiten geben, die es immer bei einer pixelnativen Aufnahme gibt. Ich hatte euch das Ganze ja schon mal in meinem Video zu 6K erklärt. Allerdings ist es irgendwie auch so, dass ab einer gewissen Auflösung diese technischen Artefakte ein Stück weit auch in den Hintergrund treten. Ich persönlich rechne mit einer internen 8K-Aufnahme in 8-Bit und dann herunterskaliert auf 4K in 10-Bit. Das ist ziemlich gut, ziemlich verwendbar vor allem und lässt immer noch Raum nach oben zur 1DX Mark III oder auch der sehr viel teureren C500 Mark II, die beide in der Lage sind, intern RAW in deutlich mehr als 4K aufzunehmen und damit ja auch immer noch, ja, so von der Leistung eben entsprechend ihrem höheren Preis das bessere Paket sind. Außerdem geht noch das Gerücht rum, dass die Kamera 4K in 120 Frames pro Sekunde aufnehmen kann. Ja, ist ein Gerücht. Keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen. Also kann sein, kann nicht sein. Canon ist nicht unbedingt bisher bekannt gewesen für Quantensprünge bei der Framerate, aber warten wir es mal ab. Zum Preis, auch da, der Preis ist noch nicht bekannt, aber seien wir mal ehrlich, die Kamera selbst ohne dieses 8K-Video-Feature rangiert so im Bereich einer Nikon Z7 oder Sony A7 R4. Also wenn man noch die Videofunktion draufrechnet, unter 4000 brauchen wir da auf keinen Fall anfangen zu reden. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, die EOS R5 klingt extrem beeindruckend, wenn auch gar nicht mehr so unglaublich, wie ich am Anfang eben dachte, wenn man sich mal klar macht, dass es Canon hier sehr wahrscheinlich nicht darum geht, 8K als neuen Videostandard zu etablieren, sondern ein Werkzeug für die sehr flexible Content-Produktion zu liefern. Und das ist halt ein Feld, das momentan wächst, das ist ein Feld, wo momentan die Nachfrage vorhanden ist. Und für einen Hersteller wie Canon ist sowas überlebenswichtig, weil der klassische Kameramarkt ist ja eigentlich seit Jahren am Schrumpfen. Das mag so für uns manchmal anders wirken, denn der spiegellose Markt, das wirkt so, das floriert und gedeiht und es kommen immer neue Geräte raus. Aber vom Gesamtabsatz schrumpft der Kameramarkt seit Jahren. Ja, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, so gespannt wie schon lange nicht mehr. Ihr wisst wahrscheinlich, ich bin ja eigentlich Sony-User, habe aber trotzdem davor fast 10 Jahre lang mit Canon fotografiert und auch gefilmt. Ich habe mit Canon angefangen zu fotografieren. Ich habe nicht mit Canon angefangen zu filmen, aber ich war dabei, als mit der EOS 5D Mark II quasi über Nacht der Kameramarkt revolutioniert wurde. Und ich glaube nicht, dass 8K jetzt so eine Revolution sein werden, wie es vor 10 Jahren der Fall war. Auch wenn viele hier auf YouTube vom Game Changer und es wird alles verändern sprechen. Das denke ich nicht, aber die Duftmarke ist halt auf jeden Fall gesetzt. Und ich hoffe, dass dieses momentane Marktsegment, also mit 8K bei Canon, mit RAW bei Nikon, halt einfach auch für Sony den nötigen Arschtritt bedeuten, damit sie verstehen, dass sie mit einer Kamera, die nicht wirklich beeindruckende Specs hat, im Jahr 2020 eigentlich gar nicht mehr auf den Markt kommen müssen.